Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist die Umsetzung der Agenda 2030. Der Agenda 2030, die unseren Wohlstand in den globalen Süden umverteilen will. Der Agenda 2030, die alle Staaten eine Art linksgrüne Gender-Ideologie auferlegen will. Der Agenda 2030, die ein weltweites Recht auf Migration schaffen will. Die Kommunen leiden, Landräte verzweifeln, Bürger sorgen sich völlig zu Recht um die Sicherheit ihrer Familien. Trotzdem schreibt die Ampel auf Seite 256 ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, ich zitiere, die Migration von Menschen soll erleichtert werden. Damit sind natürlich alle Verlautbarungen, die wir dieser Tage von Scholz, Habeck und Faeser hören können, ein reines Täuschungsmanöver, meine Damen und Herren. Weil eines wird doch deutlich, die Ampel, die will Migration nicht beschränken, sie will in Deutschland damit auch Migration erleichtern. Und ich sage Ihnen, die Ampel vollstreckt mit der Umsetzung dieser Agenda 2030 ein UN-Papier gegen die Interessen der eigenen Bürger. Für mich ist die Agenda 2030 der Kommunismus des 21. Jahrhunderts. Und es wäre einfach, uns von diesem Kommunismus zu befreien. Wir bräuchten einfach nur eine vernünftige Regierung. Eine Regierung, die keine Schuldenschnitte für Entwicklungsländer macht, sondern deren Wirtschaft und die eigene von uns durch Zusammenarbeit stärkt. Eine Regierung, die sich nicht in innere Angelegenheiten fremder Staaten einmischt. Frau Baerbock ist da Experte. Und die auf Belehrungen verzichtet. Eine Regierung, die keinen globalen Pakt für Migration, sondern einen globalen Pakt für Rückführung und Begrenzung der Migration abschließt, meine Damen und Herren. So eine Regierung könnten Sie haben, und ich komme dann zum Schluss, nicht mit der Ampel, aber mit der AfD, meine Damen und Herren. Das Wort hat Nils Gründer für die FDP-Fraktion.